Es geht hoch hinaus bei dieser Grillmeisterschaft. Yay, wir sind wieder dabei in Stuttgart und jährlich grüßt der Grillmeister Riesenmesse ganz viele Teams. Wir nehmen euch mit. Ja, das möchte ich haben. Das möchte ich bitte mitnehmen. Kannst du das klären mit den Jungs hier? Diesen Hammer da? Ja, das hätte ich gerne. Du kriegst die Ananas, ich krieg das da drüber. Letztes Mal, als wir hier auf dieser Messe waren, haben wir uns einen Pizzaofen gekauft. Und jetzt stehen wir hier wieder vor allem, weil es ist schon schick. Ich habe auch wirklich immer gedacht, man braucht keinen Pizzaofen, weil wir das ja wirklich auf dem Grill auch immer sehr gut gemacht haben. Ja. Völlige Fehleinschätzung meinerseits. Ja. Also, Pizzaofen ist wirklich richtig geil. Das hat so viel Spaß gemacht auch das Jahr. Aber unserer ist mit Gas. Hier bei dem, da muss man hier richtig... Oh, weia, da musst du Arbeit reinstecken. Da musst du richtig... Oh, nee, bist du so ich schlapp? Krieg nicht auf. Was, wie? Hier steht einer, der sagt uns, wie es geht. Hier ist richtig Arbeit reinzustecken, beziehungsweise Holz. Wie lange braucht das, bis es richtig heiß ist? 30 bis 40 Minuten, tatsächlich. Okay. Na gut, wie lange braucht unser Gas-Pizza? 20, 25 Minuten. Aber das ist natürlich auch ein anderes Feeling hier. Ne? Man hat einfach... noch was zu tun, einen Auftrag. Ein Mann braucht immer einen Auftrag. Das ist auch schön. Ja. Das ist richtig. Ja, ihr habt ja jetzt die Holzbackofen-Version gesehen. Ihr könnt die ganze Einheit aber auch aufklappen. Ach, cool. Könnt hier alle Schamottsteine entnehmen. Hier nebenan steht das gleiche Modell. Der Michael klappt den gerade mal auf. Und dann kann man da drin auch grillen. Ja, einen Drehspieß einhängen, Glutbox einhängen. Was machst du am liebsten da drin? Ich? Ja gut, Brot. Und Hähnchen. Vielen Dank, ihr habt euch da was sehr Schönes ausgedacht. Und die Krogfarben? Immer noch. Hier, der Grill. Passt wie hast du mir nicht gesagt, es wird kein neuer Grill gekauft? Ich wollte doch einen haben. Aber wir haben noch so eine große Freifläche im Garten. Und wenn irgendwann das Trampolin das von unserem Sohn geht, könnte doch dieser Grill, weißt du, wir brauchen dann auch eine neue Leiter, damit man oben rankommt, aber dann können wir quasi die ganze Siedlung begrillen. Und noch ist der Kofferraum leer. Ich habe eben noch gesagt, wir müssen dringend mal wieder Wildschwein-Pulled-Pork machen und dann das. Das ist wirklich krass. Oh Mann. Guten Appetit. Hier werden gerade die allerkleinsten Grillerinnen und Griller ausgezeichnet. Ja, man muss früh anfangen mit dem Hobby. Das schult. Wenn Niki vor diesem Grill steht, ist er jedes Mal aufs Neue in Love. Das findest du richtig, allein weil es leuchtet, ne? Nee, wirklich, das ist für mich der schönste Grill überhaupt. Wenn es um Gasgrill jetzt geht, ist das einfach der schönste, weil ich dieses matte Schwarz wirklich, wirklich richtig geil finde. Rein optisch eine 10 von 10. Und der Grill auch. Schwäbische Tapas kriegt man aber nur, wenn man richtig gut schwäbeln kann. Kannst du das? Nee. Probier mal. Nein, man muss eigentlich an alles ein L ranhängen. Das Ländle. Gäbelche, nee, das Gäbelchen. Ist schon falsch. Nee. Gäbelche, Gäbele, Gäbele, vielleicht so. Gabel auf Schwäbisch? Gabel. Mit W? Ja, mit W. Mhm. Gabel. Braucht man hierfür aber nicht. Eigentlich ist Quatsch, dass wir darüber überhaupt reden, weil das kann man so mit der Hand dann. Was ihr hinter uns seht, ist ein Weltrekordversuch. Der längste Gasgrill der Welt. Da kann man sich sein eigenes Würstchen grillen gegen eine kleine Spende und das wird dann an die Tafel gegeben. Wo stehen sie alle an? Ratet kurz. Was ist so begehrt auf so einer Grillmeisterschaft? Burger. Aber guck mal, Burger auf dem Weltrekordgrill jetzt wieder. Die gehören mit dazu. Und sind in der Reihe drin. Deshalb das, so begehrt. Aber das macht es echt besser. Dann stellen wir uns jetzt auch an. Ja. Jetzt haben
haben wir einen Grill gefunden, der macht deinem Napoleon-Lieblingsgrill aber Konkurrenz, oder? Hier gibt's was digital zum Gucken. Ja. Der Napoleon ist schön, der hat Knöpfe. Beides cool. Ja, und eine digitale Anzeige, das ist schon... Da meine ich ja, digitale Knöpfe. Du kannst damit nämlich auch per App irgendwas steuern. IQ, intelligentes Barbecue. Das reicht ja am Ende auch, wenn ich da stehe, einfach am Grill. Natürlich, selbe Funktion. Das ist richtig krass, finde ich. Auf dieser Messe hier kannst du dir bei Ankerkraut ein Tattoo stechen lassen. Die ja, Motive, die hier abgebildet sind. Wirklich guck mal, was, wenn ich hier so einen Burger auf dem Arm hätte. Ja. Also wichtig oder so ein ist, kleines mal, Schwein. Weißt du, es wäre so schön, wenn wir das so machen bei dir, Lydia. Ja. Und darunter dann so Mickey schreiben. Und die Menschen hier hinter mir, die stehen alle an. Also die machen das. Wir haben auch gerade eine gesehen, die war super tapfer. Keine Miene verzogen. Und jetzt hat die hier so ein Grillmessen-Tattoo. Ich finde aber auch das geil, das ist 0711 Nadelspiel. Heißen die. Ja, es wird 0711 Nadelspiel gemacht, ist also hochprofessionell und kann nur gut werden. Genau. Guck mal, Lydia, ich will mit dir einen romantischen Ausflug machen. Noch nach Paris. Ja, oh. Du und ich, ganz romantisch. Guck mal, und schon sind wir da. Ja, es geht schnell. Mit der Grillmesse ist halt alles möglich. Also das ist mal eine Riesenauswahl an Bratwurst. Alter Schwede, eine Riesenauswahl. Was ist denn hier los? Guck mal, ungarische Bratwurst. Immer wenn man Stadt, Land, Fluss spielt und dann bei Lebensmittel ankommt und dann mit U ein Lebensmittel braucht, es gibt keine Lebensmittel mit U. Ja, aber ungarischer Eintopf und so weiter, das haben wir schon mal festgehalten, zählt nicht. Warum? Ungarische Bratwurst steht hier ganz klar. Es ist ein Lebensmittel, ungarische Bratwurst. Das haben wir jetzt für immer. Wir werden immer gewinnen jetzt bei Stadt, Land, Fluss bei der Runde mit U. Ja gut. Wir sind eigentlich bekannt für die fränkische Bratwurst und haben schon verschiedene Preise gewonnen. 5-mal Europameister, Weltmeister und so weiter. Also Weltmeister mit dem Team, muss ich dazu sagen. Ist ein Teil von uns, ist heute auch hier. Und genau, im Online-Shop bekommt er seit letztes Jahr auch unsere fränkischen Bratwurst. Da haben wir, glaube ich, so momentan so 20 verschiedene. Und macht Spaß, geht gut. Und wir haben vorhin gesehen, dass ihr eine 1968er Bratwurst habt. Was ist da 1968? Was ist drin? Also 68 oder 1968 waren ja die wilden 68er, ne? Also damals ist dann losgegangen mit den ganzen Hippies und so weiter. Was hat es 68 gegeben? Hanf. Also die haben wahrscheinlich alles geraucht, was grün war oder was getrocknet war. Das finden wir super. Und wir haben jetzt halt aus Gag die 68er, da ist ein wenig Schwarzkümmel drin, sind ein bisschen Kräuter drin, so Oregano und so weiter und eben Hanffaser. Also das macht den Gag. Oben auf dem Hügel sind die Grillteams, die besuchen wir jetzt. Und ich habe schon von Weitem, habe ich schon gesehen, es ist wieder, also was die wieder gezaubert haben. Echt? Das ist frech. Bist du frech? Ich fand's angebracht. Ich bin ein zartes Luder. Okay. Kommt sie nein? Oh, Luder geht mir jetzt verloren. Nein. Ich wollte mit euch reden, wie es gelaufen ist. Weil ihr seid ihr schon durch mit einem? Ja. Habt ihr schon abgegeben? Wir sind stoßbesoffen schon wieder. Ich merke das, aber es ist ja eine gute Stimmung. Das heißt, es ist gut gelaufen. Wir haben drei Gerichte abgegeben, es hat alles geklappt, alles einwandfrei. Was da rauskommt, werden wir morgen Abend sehen. Der Rest ist eigentlich egal, wir wollen nicht gewinnen, weil wir Spaß haben hier. Wir wollen einfach nur ein paar geile Leute kennenlernen hier, haben wir schon drei Tage gemacht. Es macht einen riesen Spaß hier. Und die Vorgaben waren Hühnchen als Vorspeise, Schwein im Hauptgericht? Die Vorgabe war Hühnchen mit Beilage, Nacken ohne Knochen mit Beilage und vegetarisch. Ohne Beilage. Mit Möhre. Das war echt geil. Das Zeug ist richtig gut gewesen. Das ist echt geil. Es ist mega saftig, war richtig gut. Hatte für unsere Verhältnisse perfekt geklappt. Wir sind stolz auf uns selber. Wir sind noch hier, um Spaß zu haben. Und dann ist die Welt gut. Wieder endlich haben diese Schaufeln auch mal einen Sinn. Ja, braucht ja sonst kein Mensch für irgendwas. Aber richtig. Als Serviermöglichkeit. Nicht schlecht. Guck mal, Lydia, dich werde ich jetzt zum Sondereinsatzkommando hier schicken, zum Einsatz-Sonderteam. SWAT. Genau. Wobei heute ist hier eher Sweat angesagt. Genau. Und dann kommst du aber aus so einem Truck, weißt du, kommst so angefahren, alles hinter dir brennt und so, und dann gehen die Türen auf, du springst raus und sagst, kommst, Alter, komm, wir grillen. Klassisches mit Bild. Mit einem Einweggrill von der Tankstelle. So. Ja, ganz genau. So, jetzt stehen wir bei den Smokings. Und die Smokings haben natürlich auch Hähnchen serviert. Da haben wir die Brüste ausgelöst. Ja. Und da haben wir die Brüste klein geschnitten, angefroren, dann haben wir Kräuter mit rein, ein Kräuteröl dazu, das haben wir gekuttert und dann da reingespritzt und dann haben wir dann dafür, und für uns heute Abend machen wir nochmal das Hähnchen warm, wir müssen auch was essen.
Der Griller lebt vom Essen und vom Trinken. Ihr habt hier, das sieht aus wie so zwei Puzzleteile. Ja. Die sehen aus, als würde man, wenn man da reinbeißt, auf so eine fluffige Wolke, die aber außenrum knusprig ist, beißen. Ist das der Plan gewesen? Ja, das war der Plan. Genau das war der Plan. Und woraus ist das? Das ist aus Polenta. Also wir haben da ein Maismehl, ein sehr grob gemahlenes Maismehl. Das haben wir mit Wasser aufgekocht, Salz rein, etwas Pfeffer und dann natürlich noch für den Geschmack etwas Thymian, weil es muss ja auch zum Huhn passen. Und noch Knoblauch. Knoblauch passt eigentlich überall rein. Was habt ihr für ein Gefühl? Also wenn wir ins erste Drittel kommen, sind wir glücklich. Ja. Okay. Ja, man darf nicht vergessen, es sind 106 Teams heute hier. Krass. Ja, krass. Internationale Vertretungen, also die Konkurrenz ist groß. Aber die Schweiz weiß ja, was gut schmeckt. Was ist so typisch Schweiz? Ja, natürlich könnten wir auch Raclette machen. Also wir haben auch unsere Raclette-Pfannen da, okay, weil die eignen sich auch sehr gut zum Butterschmelzen und so. Also von daher sehr vielseitig einsetzbar. Uns Aargauer Rüblige-Gewürz haben wir für den Karottengang gehabt. Richtig, genau. Wir kommen aus dem Karottenkanton. Hier im Hintergrund, Micky, sind alle so richtig entspannt oder total kaputt. Was ist es? Ist es die Entspannung, weil es gut gelaufen ist, oder seid ihr einfach fix und fertig, weil 30 Grad? Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also der Tag war wirklich anstrengend, aber bei dem Wetter, was heute war, das spielt natürlich auch nochmal mit. Jetzt essen wir gleich zusammen was, trinken noch ein Bierchen und dann bereiten wir uns schon gedanklich auf morgen vor und dann kommt wieder neue Anspannung. Aber jetzt sollen die Jungs erstmal ihren Feierabend sozusagen genießen und das ist das Wichtige auch. Ne? Und du hast heute mit einem Arm gegrillt? Ja, leider. Ich habe mir noch kurz die Schulter gebrochen jetzt vor der Meisterschaft, noch operiert worden. Aber ja, hier musste ich dabei sein. Ne? Die Woche war nicht ganz so einfach, mit dem Aufbau hier dazu zu gucken, wenn man sonst immer alles selber macht mit den Jungs. Aber jetzt muss ich ein bisschen abgeben und bin froh, dass ich so ein Team im Rücken habe, die mich dann auch stärken. Ja. So, der Regen ist gekommen. Ja. Aber die Bratwürste sind trotzdem auf dem Grill. Ja, und es zischt jetzt so schön auf den Feuerplatten. Ja, stimmt. Abendessen für eine Person. Ja. Genau. Und er freut sich, das heißt, es gehört ihm. Wir haben verschiedene Bratwürste, schöne Spezialrichtungen, unsere neue Craft Beer Bratwurst mit Imperial Stout aus einer Brauerei in Tübingen. Wir haben eine neue Knoblauch-Kräuter-Bratwurst und auch die Klassiker Thai Barbecue, Bacon Goodness und natürlich unsere Dry-Aged Cuts, wie immer im Haus gereift, Premium Cuts, T-Bones, Rib-Eyes und Strip-Loins. So, Micky, also jetzt müssen wir uns entscheiden. Ja. Barbecue Goodness. Ja, Klassiker. Auf jeden Fall. Und die, was, Craft Beer? Ja. Craft Beer, genau. Schmeckt die dann richtig so nach Bier? Die hat tatsächlich so ein ganz, ganz schönes, malziges Aroma mit ein bisschen Kümmel noch und so schön würzig und lässt einen wirklich so ein bisschen an einen Schluck Bier erinnern. Mein Favorit, wie immer, wenn ich es euch kurz zeigen darf, ist gerade hier ein schönes Stück T-Bone, bei uns im Haus gereift. 28 Tage, Simmentaler Ferse, wunderschönes Fleisch, wunderschöne Marmorierung, nices Rumpsteak und wunderschönes Filet. Und nicht am Fettanteil stören, der altert mit und der gibt den Geschmack später beim Grillen. Da stören wir uns auf keinen Fall dran. Genau. Oh, ich trockne mal schnell. Aber es sieht wirklich ultra geil aus, das Feuer. Es sieht so gut aus. Richtig toll. Und das jetzt auch so ein bisschen mit dem Regen, das ist ein richtig cooler Moment. Ach, die Füße. Oh. Ein bisschen Wellness jetzt. Das ist Barbecue Wellness. Oh, guck mal, Johnny Depp ist auch hier. Oh ja. Ist ja krass. So ein bisschen so ein Mareike Amado-Moment jetzt, wo
die immer gesungen hat, alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Aber wir sind doch alle Sieger, ist doch super. Wetter ist jetzt Mist, aber die Stimmung ist gut. Ist super. Bis zum nächsten Jahr. Die machen jetzt hier alle gerade den Umzug und hier, ich glaube, das ist Schweden, lebt die Queen of Barbecue und ich übernehme das jetzt einfach. Tschüss. Die kommen sicherlich irgendwann wieder, aber ich bin dann hier und sage so, ist jetzt. Also, du gehörst aber erst dazu. Oder so. Na gut, dann hole ich sie mit rein, ist nicht nur ganz für mich alleine, aber erstmal schon.